Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Gibt dir mal wieder was Neues aus der Whisky-Truhe. Und zwar, jetzt nicht wundern, dass ich jetzt hier noch ein bisschen am Rumfuhrwerken bin, weil ich möchte euch was Neues vorstellen. Wundert euch jetzt nicht, wenn die Augen bei mir immer hinten hergehen. Ich habe hier zwei Handys an. Einmal live auf Insta und einmal ein Video jetzt für nachher für YouTube. Was habe ich denn für euch heute? Ganz einfach. Aus der Edelobstbrennerei Schleihauf habe ich drei neue Sachen. Und man kommt ja immer bei tausend Ecken zu neuen Dingen. Hier bin ich bei einem Tasting dazugekommen bei Gin von Fräulein Ginny. Die hatte den bösen Kater, also den Gin, der so heißt. Sie hatte keinen. Vielleicht danach, nach dem Tasting, man weiß es nicht. Aber egal, kommen wir aber zurück. Ich habe mal drei Liköre, um mein Produktportfolio, wie es so schön heißt, ein wenig aufzustocken. Und ich habe mir da drei Sachen ausgesucht, die jetzt neu sind. Einmal Kajpirovka, Limette, Likör, 17%. Mit dem fange ich ja gleich an, aber mal so ein bisschen noch was zu Schleihauf. Ich habe da so einen kleinen Flyer, da kann ich ein bisschen was ablesen. Die gibt es seit 1982, dritte Generation, 35 Jahre Geschichte. Ja, und die machen Liköre, Spirituosen, Gins per Hand, also hier nichts industriell, verzichten auf künstliche Aromen und wie steht es hier? Dabei legen wir besonderen Wert auf eine handgemachte Herstellung unserer Produkte. Wir verwenden ausschließlich Zutaten von regionalen Partnern. Die sind aus dem Kraichgau. Ihr dürft dann gerne mal googeln, wenn ihr Kraichgau nicht kennt, aber so viel Transferleistung traue ich euch zu. Ja, bin da drüber gestolpert, fand dann drei Sachen. Ich fange einfach mal mit dem ersten an. Wie gesagt, der Kajpirovka Limette. Der hat 17%, ist ein Limettenlikör mit einer sehr fruchtigen Geschmacksnote, wie es heißt. Und ich mache mir mal ein bisschen da rein. Laut der Brennerei ist es eine Premium-Qualität mit deutlich reduzierten Fuselölen und Aldehyden. Reduzierte Fuselöle ist nicht schlecht, weil da gibt keinen so einen dicken Kopf, wenn man zu viel von trinkt. Weil das, was danach jetzt gleich noch getastet wird, hat deutlich mehr wie 17%. Also das ist schon strange bei einem Likörchen. Ja, wenn ich das sehe, was ich sonst an Liköre bei mir habe, habe ja noch zwei andere Produktreihen von zwei anderen Herstellern, ihr kennt's. Einmal der Butterscotch von Kaltenthaler aus Osthofen und einmal O'Donnell Moonshine. Und da kennt er auch, wenn er die schon mal getrunken haben, ungefähr wo die prozentual rumeiern. Und es ist definitiv Limette. Das ist, ich mag ja Limetten. Also ich trinke die schon mal, ich mache mir die schon mal ganz gern in einen Whisky mit Ginger Ale. Und das ist schon was Geiles. Und ein gut gemachter Kai Pirinha. Hm? Der schmeckt bestimmt. Der ist nicht so süß. Hat so ein bisschen typische, ja, wie soll ich sagen, ja, typisch für so wie man es von der Limette kennt, so eine gewisse Säure. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Zeug sehr geil in einem Cocktail ist. Und ich habe da mal einen Eiswürfel. Mal gucken, was passiert, wenn man die in einen Eiswürfel reinmacht. Ich lasse die jetzt mal ein bisschen und werde mal so über Kreuz einfach mal probieren. Weil der braucht jetzt ein bisschen für abzukühlen. Gibt es in einer sehr schönen 1,5-Liter-Flasche. Es gibt die unter Umständen auch mal in einer Literflasche, wenn der Durst größer ist. Aber ich habe die bei mir im Laden in der 0,5er-Flasche. Und ich habe auch ein Probefläschchen. Das heißt, wenn ihr vorbeikommt, ihr dürft auch mal gerne vorbeikommen, um zu probieren. Die Farbe ist ja mal abgefahren, ne? Dafür, dass da nichts Künstliches drin ist, bin ich ja überlegen, ob die heute Abend, wenn ich die vorne noch in die Sonne stelle, ob die heute Abend vielleicht noch so leuchtet. Das hat so ein bisschen was von solchen Knicklichtern. Egal. Wir lassen den jetzt mal schön vor sich hin kühlen. Oh ja, das da ist für den Sommer was.
Klingelingeling. Ach, guck mal an, wer hier alles gerade zuschaut auf dem Livestream. Wärt ihr vorhin noch so im Laden gewesen? Da hätten es ja probieren können, ne? Oh ja. Lassen wir noch ein klein bisschen noch drin, dass er noch weiter kühlen kann. Und dann kommen wir mal zu dem nächsten. Wenn man jetzt guckt, die Brennerei-Webseite guckt, die haben viele Liköre. Ich brauche nicht alle Liköre. Und ich gebe zu, ich habe mich entschieden, unter anderem auch wegen zum einen wegen der Optik, zum anderen wegen dem Namen. Und jetzt kommen wir zu einem Likör, der heißt Braunbär Bruno. Das ist der hier. Da. Braunbär Bruno. Das ist jetzt mal ein Likör mit 50 Volumenprozent. Und der wäre was für ein Aperitif. Oder für einen Cocktail. Wobei ich jetzt gerade überlegen bin, den anderen Likör, den kann man natürlich auch damit reinmachen. In einen Cocktail. Und wer auf meiner Webseite auf Facebook geschaut hat, wird sehen, dass im Juli ein Likör-Tasting stattfinden wird. Da werden wir die alle vertasten. Ja, meldet euch an. Das wird geil. Das wird genussvoll. Das wird legendär. Hier haben wir jetzt einen klassischen Honiglikör. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Honiglikör mit 50%. Laut deren Website ist das denn ihr Hausspezialität. Und wenn man schon dran riecht, da kommt schon wirklich Honig, aber richtig. Und das ist kein Nosing Glass, das ist jetzt einfach nur ein Tumbler von Jura Whisky. Und schon riecht es. Ich möchte nicht wissen, wie der riecht, wenn der in einem Tumbler drin ist. Auch hier wieder, ja, mit reduzierten Fuselölen und Aldehyden, ja, ohne künstliche Aromen. Ein 50%iger Honiglikör. Das geht. Das geht voran. Und das Geile ist, ich habe ein bisschen Probleme manchmal bei Getränken, wo Honig drin ist. Met. Oder hier dieses Bier, ne? Nach nordischer Gottheit benannt. Met Honig und so weiter. Die sind mir oftmals zu süß. Aber das ist nicht zu süß. Das ist lecker. Und auch hier. Ups. Kommt wieder Eiswürfel rein. Und dann mal noch ein bisschen dran. Schwenken. Riecht er nochmal gleich ganz milder. Vorher war der im direkten Geruch stärker, der Honig. Jo, für den kurzen Moment, wo der Eiswürfel schon seins getan hat, da merkt man schon, wie es gut tut. Ich freue mich, die nachher noch zu trinken, wenn die richtig kalt sind. Das ist lecker. Eigentlich hätte ich heute noch ein neues Produkt gehabt, aber leider war der Postladen zu. Aber da gibt es dann noch was. Doc Collins, Whisky, Moonshine, wie auch immer die das nennen. Müssen wir mal gucken, die kommen aus Holland. Was das wird, ob das gut wird, wir werden sehen. Ja, was probieren wir jetzt? Jetzt probieren wir Nummer 3. Doja hat man jetzt. Mal kurze Frage, also bei dem YouTube-Video wird es nicht funktionieren, aber hier bei dem Livestream bei
Instagram. Haben wir Traktorfahrer eigentlich dabei? Haben wir Traktorfans? Da sind jede Menge, die dazusehen. Ne? Ich sehe das da ja so in der Tabelle. Ne? Da reagiert ja keiner. Na, dann trinke ich halt alleine. Denn jetzt habe ich als drittes Getränk, guckt mal die Farbe an. Das ist irre, was man mit natürlichen Dingen tun kann, ohne künstliche Aromen und so weiter. Das ist Traktoröl. Das hat dann mal bummelig 52%. Es ist Wahnsinn, was jetzt so der Honiglikör so... Der geht gar nicht mehr aus dem Mund raus. Ich finde das gut. Ich glaube, ich werde unter noch ein Likörtrinker. Ach ja. Hier noch so eine kleine interessante Anekdote. So nach 20 Jahren mussten die doch tatsächlich diesen Kräuterlikör umbenennen, weil der war nach einer legendären Traktormarke benannt. Mit 4 Buchstaben. Fängt mit L an. Vielleicht kennt das ein oder andere den Traktor, den ich meine, den die meinen. Ja? Das ist ein Kulttraktor. Und was sich aber nicht geändert hat, waren die Zutaten. Das hier ist jetzt ein reiner Kräuterlikör. Auch hier wieder das Übliche, ja, mit den Fuselöl und Aldehyden, das können wir uns jetzt schenken. 52% und ja, ist ein Kräuterlikör. Na, da denkt man schon gleich so. Hatschi, Lucy. Sitzt eine Katze neben mir und niest. Nun denn. Ihr kennt solche Liköre, ja, so kräuterige, ne? So meisterliche. So riecht das ein klein bisschen. Aber jetzt bin ich auch gespannt, wie der kommt mit 52%. Ich meine, die Farbe ist ja schon... Auch das... Lecker. Ich habe mir von dem anderen sehr, sehr, sehr bekannten Kräuterlikör, da hatte ich mir irgendwann mal, da habe ich mal zu viel von getrunken. Das geht nicht mehr. Bis auf das, die haben noch ein Produkt, das nennt sich Manifest. Den fand ich dann nochmal wieder lecker, aber um die geht es ja jetzt nicht. Das da, das funktioniert. Wobei interessant ist, wie gesagt, 52 Volumenprozent, es ist nicht spürbar. Das ist super. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man so ein kleines Spiel machen. Man schenkt das aus an Freunden, Bekannten und lässt die mal probieren. Und dann sollen die mal raten, wie viel Prozent das haben könnte. Die kommen, glaube ich, nicht drauf, dass das so viel hat. Das hat Umdrehung, ohne dass man es merkt. So, jetzt habe ich die drei durch. Einmal Kai Pirovka als Limette, 17%. Kommt in einer schönen Flasche daher. Das hier ist so meine Probeflasche. Ich habe nur die normalen, jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe es ja vor mir, die Exklusivflasche 0,5 Liter. Und lass uns mal über Preise reden. Das liegt so bei 16 Euro. Den halben Liter und das andere, die anderen beiden, die liegen bei 19 Euro, halber Liter. Wunderschöne Flasche, sieht gut aus im Regal, schmeckt gut. Ja. Das zweite, was wir vorhin probiert hatten, ich probiert hatte, war der Braunbär Bruno. Ein wunderschöner Honiglikör und halt jetzt noch den hier das Traktoröl. Jetzt probiere ich mal wieder von vorne, weil jetzt haben die drei sehr wahrscheinlich lang genug ihr Eis drin und Eis ist ja auch noch so ein Thema. Ich habe so ein Teil, da kann ich so schöne große Eiswürfel machen, so Eiskugeln. Nehmt die,
Oder macht große, so große Eiswürfel, nicht die kleinen, die ihr so kennt, weil die gehen ganz schnell, gerade jetzt, wenn es so warm ist, dann schmelzen die, dann verpuffen die. Und dann habt ihr das verwässert. Und dann habt ihr das nicht nur kalt, dann habt ihr das auch verwässert und das schmeckt nicht. Kaltbrief. Kalbirovka, Limette, eiskalt. Das ist der Pro-Tipp. Eiskalt. Das dürfte auch nicht mehr Umdrehungen haben, das dürfte auch nicht mehr Limette haben. Das ist genau auf den Punkt. Finde ich super. Nicht nur, dass ich die jetzt im Laden habe, aber Kaufempfehlung. So. Schauen wir mal in den, was der jetzt macht. Und toll ist schon, dass der tatsächlich, wenn der Eis drin hat, gar nicht mehr so honigmäßig riecht. Und ich weiß nicht, kann man es erkennen, wie es wird so leicht trüb. Das Glas ist ganz, ganz leicht beschlagen, also es ist kalt. Der wird kalt milder. Guten Tag, Tammy. Der wird kalt trinkbarer. Gefährlich bei 50 Volumenprozent. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere im Sommer damit Spaß haben wird. Ich werde jetzt gleich noch, auch noch Spaß haben. Ich werde meinen Grill anwerfen und gut Stück Fleisch auf den Grill werfen. Und diesen Mittwoch angenehm hinfort ziehen lassen. Gut. Jetzt müsste eigentlich das Traktoröl auch kühl genug sein. Ich gucke mal gerade, wie lange bin ich denn jetzt schon online? Wow, 17 Minuten. 17 Minuten und drei solcher Getränke. Es ist schön, dass ich zu Hause bin und brauche kein Auto mehr zu fahren. Denn eins ist schon mal klar. Don't drink and drive. Ja. Und für die Hexen unter euch, don't drink and fly. Denn das tut nicht gut im Verhältnis zum Autofahren. Vor allem bei diesem warmen, jetzt etwas sonnigen Wetter. Guckt mal hier, wie das aussieht. Ich finde ja, wenn ich die zwei Videos mir angucke, beim Livestream wirkt es nicht so farbenfroh wie bei der Aufzeichnung, könnte aber auch am Handy liegen. Was ich aber toll finde, bei allen drei, sobald Eis drin ist, sobald die kühler werden, riechen die nicht mehr so stark, nicht mehr so intensiv. Klar ist, wir kennen es ja von anderen Getränken, sprechen wir mal drüber. Whisky mit Eis. Da wird jetzt der ein oder andere jetzt innerlich so. Kann man machen, muss man nicht. Allerdings, jetzt muss man dazu sagen, Alkohol mit Eis, ja, dann schmeckst du ja auch nicht mehr so viel, weil die Zunge etwas, wie soll ich sagen, betäubt von der Kälte wird. Und dann sind die Aromen, guck mal hin, mein Windows Defender, dann ist es nicht mehr so episch tief, was man da schmecken kann. Aber sagen wir mal ehrlich, es gibt so Tage, da ist es völlig egal. Ich meine, ich trinke auch manchen Whisky, so in dem Nosing Glas, ne, wo ich dann rieche, so, und dann bis aufs Letzte. Bis auf den letzten Geschmack versuche ich das rauszuziehen und lasse den Whisky mal eine Viertelstunde, 20 Minuten im Glas und rieche dran. Und dann gibt es die Tage, zwei Finger breit oder die zwei Finger breit. Und dann darf es dann auch mal mit Eis sein. Gerade bei diesem warmen Wetter tut das manchmal nicht schlecht. Und dann trinkt man das. Und das schmeckt auch. Und das ist hier genauso. Nun, ihr seht den Eiswürfel, der ist immer noch so groß wie vorher. Aber das Getränk ist wunderbar kalt. Deswegen nehmt große Eiswürfel. Ja, wer ein bisschen mal in Physik, Chemie aufgepasst hat, kennt das so, das Oberflächenverhältnis, ja.
ist etwas günstiger als mit so einem kleinen Eiswürfel. Der wäre jetzt schon längst hier perdu und dann hätte ich es verwässert und dann hätte es nicht so gut geschmeckt. Da sind wir uns ja einig. Aber so mit diesem großen Eiswürfel geht das. Das Getränk ist wunderbar kalt. Und ich merke gerade, dass mit Traktoröl, eiskalt, das könnte mein Sommergetränk werden. Neben Kalpirovka. Definitiv. Weil das ist schon... Aber dann reden wir hier von 52%. Es könnte dann schnell gehen. So. Ich habe jetzt 20 Minuten darüber philosophiert, wie diese drei Liköre sind. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie die aussehen, die Flaschen, oder probieren wollt, wie die schmecken, dann kommt in die Whisky-Truhe, entweder am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr oder samstags von 10 bis 14 Uhr. Teilt es euch ein, wie ihr erscheinen wollt. Die einen trinken lieber nach 17 Uhr, die anderen genießen sowas schon mal vor 14 Uhr. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend an diesem wunderschönen Mittwoch. Ich gucke gerade aus dem Fenster, die Sonne scheint, blauer Himmel im wunderbaren, schönsten Bundesland dieser Welt. Und in diesem Sinne, macht was draus. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich die ganzen zwei Sachen hier ausgeschaltet kriege. Dann machen wir erstmal.